Hi und herzlich willkommen bei meinem neuen Video. Ich hoffe, euch allen da draußen geht's gut. Heute kommt endlich mal ein Video über meinen Welpen, über meinen Hund. Da gab es ja mein erstes Video, den Haustier-Tag. Der kam eigentlich ziemlich gut an und ich dachte, mir vielleicht interessiert es manche, wo selber einen Welpen haben oder irgendwann sich vornehmen, einen Hund zu kaufen oder einen Welpen, wie es so bei mir war, meine Erfahrungen, was mein Hund bis jetzt kann und so weiter. Und das möchte ich euch heute in diesem Video erzählen und wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Zuallererst für alle, die vielleicht noch nicht wissen, was ich für einen Hund habe. Und zwar habe ich einen Havaneser. Er ist jetzt 8 Monate alt und heißt Sid. Sid kommt von dem Namen von Ice Age, von dem kleinen Eichhörnchen. Hat meine Mama sich ausgesucht. Ist es ein Eichhörnchen? Ja, egal. Auf jeden Fall heißt er Sid. Und ich werde hier ein paar Aufnahmen einblenden zwischendrin, dass ihr auch mal seht, wie er aussieht. Also wir haben ihn jetzt schon seit er 10 Wochen alt ist. Es war so, dass ich ihn spontan für meine Mama als Überraschung gekauft habe. Wir wollten schon sehr lange einen Hund haben, aber es ging immer nicht, weil jeder sehr lang arbeiten war. Und es hat sich jetzt über die Jahre immer besser ergeben. Und dann habe ich mir gedacht, meine Mama ist jetzt im Urlaub. Ich hole einen, der war natürlich schon länger ausgesucht. Wir haben öfters mit der Besitzerin geredet und dann dürften wir ihn abholen. Und die Anfangszeit war wirklich sehr schwer. Also ein Welpe ist wirklich wie ein kleines Kind. Man muss öfters in der Nacht aufstehen. Ich glaube, ich war 4, 5 Mal in der Nacht auf und bin mit ihm rausgegangen, um zu pingeln. Das Gute ist, wir haben den Garten. Wir können ihn einfach abends oder so im Garten lassen, dass er da noch sein Geschäft erledigt und müssen nicht nochmal mit der Leine gehen. Natürlich gehen wir auch mit ihm mit der Leine sonntags oder samstags, also am Wochenende. Machen wir meistens in der Früh- oder Mittagrunde eine große Runde. Da gehen wir auf eine große Wiese, da darf er dann auch frei laufen mit einer großen Schleppleine und alles. Also da lassen wir ihn richtig austoben und so. Unter der Woche gehen wir meistens nur abends Gassi und in der Früh und Mittag dürfen wir einfach im Garten spielen. Wir haben den großen Garten, also er hat auf jeden Fall seinen Auslauf und er wird auch so genug ausgepowert, weil ich ungefähr immer mit ihm spiele. Zu der Erziehung, also ich insbesondere habe meinem Hund versucht, strenger zu erziehen, ihm nicht alles durchgehen zu lassen, weil sonst kann es wirklich passieren, dass der Hund gar nicht hört. Kenne ich viele, da ist der Hund einfach, ja, der macht, was er will. Und das wollte ich nicht. Ich wollte, dass mein Hund wirklich auf mich hört. Und es gibt Zeiten, da klappt es so super, dass er einfach auf Kommando hört, dass er herkommen soll. Manchmal hat er natürlich seine Trotzphase. Der macht es dann nicht so, wie ich es will. Aber wir lernen. Wir lernen jeden Tag. Wir lernen mit Leckerlis. Es gibt viele Methoden, wie man lernen kann. Wir lernen mit Leckerlis. Er bekommt für jedes Kunststück, das er neu gelernt hat, ein paar Mal mit Wiederholung immer ein Leckerli und irgendwann muss er es auch ohne Leckerli können. Er kann jetzt schon Sitzplatz, gib mir Pfote, gib mir die andere Pfote, gib mir 5 und gib mir 10 und Männchen. Ich habe schon oft Rolle geübt, aber da hat er irgendwie Angst, sich auf die Seite zu legen, aber das kommt bestimmt irgendwann noch, muss er ja auch nicht alles perfekt können und gleich. Aber es ist schön, dass er ein paar Kunststücke kann. Natürlich kann er auch bleib und komm her. Das haben wir jetzt ihm auch schon gut beigebracht, weil er muss einfach hören, wenn man sagt, komm her. Er macht es natürlich manchmal nicht, wenn er irgendwas sieht draußen oder so, dann kommt er natürlich nicht. Aber er muss auf jeden Fall hören und das versuchen wir ihm sehr beizubringen, weil er ist zwar ein kleiner Hund, er ist nicht wie jetzt ein Dobermann oder so, wo wirklich richtig hören muss, sonst, ja, bei so großen Hunden ist es natürlich nochmal was anderes, aber mein kleiner Hund muss natürlich auch hören, weil ich will, dass ich sein Herr bin und nicht er mich unter Kontrolle hat. Wisst ihr, wie ich meine? Es gibt wirklich viele Hunde, die haben ihr Herrchen unter Kontrolle und das wollte ich natürlich nicht. Wir machen es auch so, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal ein Follow My Weekend hochgeladen und da hat man am Anfang gesehen, dass Sid in so einem kleinen Welpenkäfig war. Das ist kein Käfig, das ist halt ein Welpenbett. Das ist ein bisschen größer, da hat er viel Platz drin. Da sind seine ganzen Kuscheltiere drin und seine Decken und alles. Und da schläft Sid in der Nacht. Wir machen das nicht so, weil wir haben eine relativ kleine Wohnung. Wir machen das nicht so, dass er in der Nacht einfach durch die ganze Wohnung laufen kann, weil dann kann er was kaputt machen, weil er knabbert gern an Sachen. Zwar nur an seinen Kuscheltieren oder an Muckenbatschern und so. Aber wir wollten es einfach nicht, dass er in der Nacht frei überall rumlaufen kann. Erstens müssten wir dann die Türen zu unseren Schlafzimmern offen lassen, weil sonst würde er an der Tür kratzen, wenn er rein will. Entschuldigung wegen meinem Handy. Und deswegen haben wir beschlossen, dass er in der Nacht in diesen Welpenkäfig kommt. Er schläft da. Wir tun ihn meistens um 11 ins Bett, da ist er auch ziemlich müde. Und dann schläft er bis in der Früh um 6 durch. Dann
bellt er meistens. Beim Bellen wachen wir dann auf, lassen ihn raus, er macht sein Geschäft, er geht meistens in der Früh nur pinkeln und dann kommt er wieder mit rein und am Wochenende zum Beispiel legt er sich dann zu mir oder zu Mama oder so ins Bett mit rein und schläft im Bett noch, bis wir halt aufstehen. Also er ist eigentlich auch ein Langschläferhund, aber in der Früh muss er halt sein Geschäft erledigen. Und deswegen haben wir das einfach so geregelt. Es ist einfach für ihn einfacher, weil er weiß, jetzt will er raus und danach weiß er, er darf jetzt in unser Bett. Und für uns ist es einfacher, weil wir in der Nacht einfach wissen, er schläft da drin, ihm geht's gut und wir müssen uns nicht Sorgen machen, dass er gerade irgendwie Scheiße macht oder so. Wir haben ihn auch ziemlich schnell Stuben reingebracht, war Gott sei Dank keine große Aufgabe. Es hat ein paar Wochen gedauert und hat er das völlig geschnallt. Manchmal, wenn er zum Beispiel bei meinem Bruder ist oder so, der hat auch einen kleinen Hund, da will er irgendwie sein Geschäft markieren, dann pinkelt er manchmal rein. Da schimpfen wir ihn dann auch. Also ich hoffe, dass meine Mama das macht. Wenn nicht, dann wäre es blöd. Aber ihr wisst, was ich meine. Also er ist jetzt nicht so, dass er bei uns dauernd in die Wohnung pingelt oder so, macht er gar nicht. Er meldet sich sofort, wenn er aufs Klo muss. Er stellt sich vor die Terrassentür und bellt. Dann wissen wir, ah, du musst jetzt raus. Und es ist halt so, dass wirklich, er weiß halt noch nicht, dass das Geschäft innen nicht erledigt werden darf, wenn er irgendwas mit anderen Hunden schnuppert. Und das ist halt bei meinem Bruder besonders, weil er halt einen Hund hat. Ich werde euch jetzt mal ein paar Szenen einblenden, wo Sid seine Kunststücke euch zeigt. Und ja, dann habe ich erstmal alles über meine Erziehung gesagt. Sid. Fein. Gib mir 5. Fein. Nicht Platz. Oder Sitz? Fein. Gib mir 10. Ja, fein. 10. Fein. Gib mir 10. Ja, fein. Sitz. Und Platz. Und wieder Sitz. Und Männchen. Feines Männchen. Fein. Und gib mir Pfote. Sitz. Gib mir Pfote. Ja, fein. Guti. Fein hast du das gemacht. Ui. Sidi, schau mal, was du noch kannst. Schau mal her. Komm her. Komm her. Bussi. Danke. 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 Guti, Schatz. Das waren jetzt so ein paar Aufnahmen, die habe ich schon letzte Woche gemacht, weil ich eigentlich letzte Woche das Video drehen wollte, aber dann leider kurzfristig weggehen musste. Aber das waren jetzt so mal diese Kunststücke und ich will ihn natürlich noch viel weiter das lernen. Ich will, dass er sau cool in so Sachen wird. Ich feiere das, wenn er so gib mir 10 oder so macht. Das ist immer so süß. Wenn ihr so noch Fragen habt zu meinem Hund oder wie ich was mit meinem Hund mache, dann schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich bin immer offen. Ich schreibe euch super gern zurück. Ihr könnt mir auch auf Instagram direkt schreiben oder auf Snapchat. Ich schreibe euch die Links mal hier alle hin. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und dann war es das für das Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen super schönen Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Jetzt habe ich gerade das Video beendet und dann hat er zufällig an meiner Tür gekratzt und jetzt wollte ich ihn auch noch zeigen. Er ist gerade so müde und will einfach nur zu Mama. Gell, mein Schatz? Wir haben ihn vorhin frisch gebadet. Ist bei ihm auch sehr wichtig, weil er sehr schnell Fellknoten kriegt. Und wie man hier an den Pfötchen und auch an seinen Augen sieht, kriegt er sehr schnell oranges Fell. Und dann müssen wir baden und kämen. Gell, mein Schatz? Der ist schon so groß, der ist ultra gewachsen, für das, dass er jetzt 8 Monate alt ist. Ich halte ihn euch mal hoch. Ist eine ganz schöne große Wurst. Aber das, wie klein er am Anfang war, wie ein kleines Frühlingsröhrchen warst du. Ich wollte es euch jetzt nicht vorenthalten, wollte ihn noch zeigen, mein Schatz. Hm. Willst du noch was sagen? Ne? Hm. Ja. Okay.